Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Crust. Ja, in der letzten Folge haben wir für Stufe 2 das erste Mal eine Lieferung gesendet. Die ist aber leider nicht vollkommen und wir brauchen mehr Silizium. Wir brauchen deutlich mehr Silizium, um das Ganze voranzukriegen. Wenn wir uns das hier anschauen, Laserkanone, fehlen uns roundabout, ich glaube 1650, circa. Vom Rest sind wir, glaube ich, relativ gut dabei. Die Komponenten haben wir schon geliefert. Titanplatten haben wir genug. Wir brauchen aber noch diese 1600. Und ich glaube, die werde ich jetzt schnell mal bestellen auf dem Markt, wenn das möglich ist. Verfügbar. Schauen wir mal. Markt. Kaufen diesmal. Schauen wir, wir haben eh einen Low Price davon. Wenn ich sage, ich brauche 1000. Ich kann mir 600 liefern lassen für 34.000. Bedeutet, ich brauche 3 Lieferungen. Kaufen. 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 Jetzt müsste eigentlich dann der Markt explodieren, oder? Wenn ich schlau bin. Das muss doch eigentlich alles hier hin. Das ist alles Lieferung für hier, ja. Und dann machen wir das jetzt wie folgt, bevor sie das da rein liefern. Wir gehen zum Mond. Sagen Laserkanone. Wir wählen unseren Kollegen hier. Und alles füllen. Und senden. 1900 habe ich jetzt nicht Silizium. Und ich gleich jetzt mir von der Karte wahrscheinlich auch irgendwo einfach gönnen können. Hier lagen 400 rum. Also ich glaube, es hätte Möglichkeiten gegeben, die auch anders zu bekommen. Aber ich fand es jetzt irgendwie gerade besser. Wir machen das mal so. Problem ist, die liefern jetzt alles erstmal runter. Das kriegt jetzt wieder Prio. Ich hoffe, dass die das jetzt direkt runterliefern, anstatt runter. Oder doch nicht und sie liefern es runter. Dann hätte ich es natürlich auch anders liefern können. Gut, wenn ihr es so machen wollt, liefern die das jetzt echt ins Lager. Guck mal, das ist der Export, den können wir anlassen, rein theoretisch überall. Nur kein Import. Was macht ihr jetzt damit? Ja, genau, so wollte ich das. Das war meine Idee dahinter, dass ihr das direkt hinschmeißt. Das sollte nicht wesentlich besser funktionieren und schneller gehen, dass wir das vollfüllen können. Jetzt haben wir schon 500 drin und dann kann ich meinetwegen den Import wieder aktivieren. Es ist mir wurscht. Aber nur jetzt für diese Sekunde ist es, finde ich, schlauer, wenn ich das deaktiviere und sie das, sagen wir mal, vor Ort direkt abliefern. Deswegen habe ich sie direkt auch dahin fliegen lassen. Habe ich nicht noch eigentlich noch eine weitere Flugaufgabe hier? Doch. Wird auch schon gemacht. Ja, schön. Dann habe ich nicht noch mehr Geld wieder auf Lager. Also das Geld sollte uns dann fürs Erste, glaube ich, nicht ausgehen. Eieiei, was ist da? Warum steht, läuft hier schon wieder nichts? Die brauchen Wartung. Ich glaube, wir haben 200.000 wieder bekommen. Ich glaube, wir kriegen noch eine weitere Lieferung davon. Ja, ich glaube, da kommt sie schon. Also, wir liefern noch eine Sache davon. Wir sind bei 500.000 wieder auf dem Lager. Easy. Also, aber wenn wir jetzt solche Sachen haben zum Verkaufen, dann ist das natürlich schon noch eine ganz andere Sache. Oh, ich müsste echt die ganzen Dinger hier auf upgraden, ne? Oh. Ja, weil das Eisen nicht so schnell rausgeht, ne? Kann ich nicht das Kabel hier demontieren und den hier auch abreißen? Dann machen wir halt noch eine zweite Linie. Mir wurscht, Eisen ist eh nicht schlecht. Wir haben so viele Möglichkeiten damit noch. Dann fangen wir an, den zweiten Teil zu bauen davon. Smelting Furnace. Rotate.
Mit ein bisschen Abstand. Alle hinplatzieren, genau. Dann Elektrizität, Drähte. Ach, anders ist es doch anders, weil wir jetzt den Draht woanders haben. Aber ist ja auch nicht schlimm. So, okay. Dann, nein, da hätte ich gerne wieder meine Förderbänder. Zack. Gut. Und schon haben wir noch eine zweite Produktion dafür, was eigentlich vollkommen übertrieben ist, was ich hier schon wieder mache. Aber scheiß drauf. Und Eisen ist ja so eine Sache, wo ich glaube, vom Betrieb ja auch relativ viel irgendwann mal brauche. Hoffe ich mal. Weil sonst ist diese Anlage eigentlich schon echt brutal übertrieben. Aber ich will einfach meine Limits mal ausprobieren, come on. Wenn wir schon die Masse hier haben, warum denn nicht? Jetzt kommt er gar nicht mit dem Liefern aus. So sehe ich das gerne. Das Lager ist gleich leer, das macht es noch schöner. Und wenn es hier schneller taktet, dann sollte das doch auch gut laufen, oder? Weil es taktet nur, weil das Lager noch da ist. Und wenn das Lager weg ist, ist alles gut. So, jetzt sollte das noch weniger takten, weil hier noch viel schneller das Zeug rauskommt. Ja, schau dir das. Jetzt haben wir eine Massenproduktion an Eisen geschaffen. So soll das. Ja, schau mal, jetzt steht hier schon fast alles. Jetzt wird dann langsam wieder Eisenlagerproblematik sein. Ich glaube, ich muss jetzt trotzdem mal Eisen verkaufen. Auch wenn der Preis nicht gut ist. Ich kann eh nicht viel verkaufen. Holy shit, wie viel kann ich noch verkaufen? Das bringt mir doch 4000. Aua. Wie viel verkaufe ich davon? 200, 700, 200. Das ist minimales Plus. Das wisst ihr hoffentlich. Ich miete jetzt noch so einen 9000er und verkaufe damit noch mehr. Ich verkaufe ein paar Großteile der Bestände mal. Der Kollege hat hoffentlich wieder was zu erforschen gefunden. Ja, hier hinten. Nein, ah, das war die falsche Taste. Tab, so. Der wird jetzt befüllt. Aber das geht eh schnell, also von daher sollten wir da relativ schnell Ergebnisse sehen. Und unser Kollege trottet schon wieder zu seinem Ziel runter. Und dann haben wir Stufe 2 schon erledigt. Von 7. Und wir haben gleich die viertelte Zeit verbraucht schon. Ein Drittel fast schon. Shit. Also wirklich, on time sind wir hier nicht. Da sind wir minimal increasing. Also im Gegensatz zum Aluminium, holy shit, ist das wenig. I'm wasting science points again. Multiressourcenlager, das finde ich schön. Und eigentlich auch das Schmelzofen-Upgrade. Ich habe so viel Orange, das ist übel. Ah. Stromversystem installieren. Schicken Sie zu, um die dritte Bauphase abzuschließen. Oh Gott, was wird's? 128, 850. Alter, ich habe keine Kohlefaserkabel. Hatte ich noch nie, werde ich nie haben. Beziehungsweise muss ich noch produzieren anfangen. 1000. Boah. Die wollen mich killen, ganz ehrlich. Die wollen mich einfach nur killen. Ja, komm heim. Also wir sollten wenigstens einen Teil davon haben. Die 850 Komponenten eher weniger. Weil wir die ganzen verarbeiten die ganze Zeit schon.
aber rein theoretisch sollten die beiden ja schon mal arbeiten und wir tun die mal ab. Die sind eh, der eine ist eh schon geupgradet. Der produziert mir pro in einer Minute 4 Stück davon. Jetzt könnt ihr mal überlegen, wie viel wir davon brauchen. Bei 800. Oder alle 10 Minuten haben wir 80. Alle 100 Minuten haben wir... Ich muss zukaufen. Ich glaube, das Spiel will das sogar, dass wir zukaufen. Also ich kann es mir langsam nicht mehr anders vorstellen. So. Und jetzt damit sollte ich hoffentlich unsere Lager ein bisschen killen können. Das sollte hoffentlich die Lager killen. Die wir hier haben. So, ich kann auch dem mal mittlerweile sagen, dass das Polysilizium bitte hier einlagern dürfen. Dann ist nämlich das wieder ein bisschen sauberer. Ich glaube, mit der Unterstützung sind wir auch gar nicht schlecht dabei. Und der Kollege hat jetzt hier immer einen stabilen Nachschub, um... Ja, hier haben wir auch ein bisschen was schon auf Lager. Schön. Dich aktiviere ich auch wieder. Weil die brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Super. Jetzt könnte die rein theoretisch abholen. Da sind da. Ich habe ein bisschen zu viel gekauft. Wie viel würden mich denn jetzt aber trotzdem aus Interesse... Wie viel brauche ich davon? 1152 Kohlefaserkabel kosten. 1100. Es sind gerade mal 530 auf dem Markt. Ich kann nur 300 bestellen. Und die kosten 200.000. Ich brauche 1215. Und das ist ein Low Price, was ich hier kriege. Für wie viel kann ich euch verkaufen? Für fast 200.000. Oh, wow, wow, okay. Das ist echt ein guter Preis, den ich hier kriege. Das sind nur 90, die ich verkaufe, ne? Das ist übel. Wir verkaufen danach noch ein bisschen Aluminium, weil ich habe noch so viel auf Lager. Ich verkaufe mal was für ein komplettes Lager. Wie viel kriege ich dafür? 300.000. Na, come on. Machen wir. Insufficient Battery Output. Oh. Jetzt haben wir das Ausgabelimit wieder erreicht. Dafür gleich gibt es aber einen Forschungspunkt sonst noch. Jetzt sind mal wieder seltene Metalle vorbei. Aber wir haben bestimmte Sachen halt genug da, bloß Kohlefaserkabel nicht. Wenn ich mich nicht irre, war Kohlefaser Production hier. Dafür brauche ich Strom und Wasser. Bedeutet, wir machen das jetzt wie folgt. Mir wurscht wie, wir graben das Ganze hier aus. Ja, ne, oder? So, okay, dann können die nicht hier schon mal anfangen. Zu graben, genau. Schauen wir hier wieder so, Pinsel wieder rein. Gut. Sollen sie hier wieder durchgraben und mir das Ganze freimachen, weil dann kann ich da hinten die Produktion für die Kohlefaser vielleicht reinpacken mal. Ich mache da auf jeden Fall einen Zwischengang rein, damit ich die Länge arbeiten kann auch. Ich glaube, das könnte relativ wichtig sein. Aber grundsätzlich... Oh ja, schau mal, jetzt tut sich Silizium hier auch wieder anfangen zu sammeln. Also langsam wird's ja. Es dauert halt alles nur so Ewigkeiten aktuell. Irgendwas hatte ich auf Prio gesetzt letztes Mal, oder? Genau, euch beiden könnt ihr immer wieder auf normal setzen, weil... Die Kollegen wissen hoffentlich, was sie tun. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Der Truck ist wieder idle. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir haben gerade nichts. Beweg dich doch einfach mal bitte hier hin.
Und der Kollege Truck ist hier außerhalb unserer Base. Weißt was, du, bis wir das Ganze haben, Expedition einrichten. Ja, Lauf Laserkanone. Ich habe 200 davon zur Verfügung aktuell. Die 128 habe ich davon halt nichts. Ich sende das und danach zurück zur Basis, bitte. Ich werde schauen, dass wir das so schnell wie möglich umsetzen. Sonst wird das vielleicht doch nichts. Na, schauen wir mal. Dann werden wir hier irgendwie schon das hinkriegen, dass wir noch Kohlefaser produzieren. Ja. So ist das nämlich, ne? Jetzt haben wir schon 2000 Beton wieder. Ich habe doch so viel Metall verbraucht, oder? Anscheinend nicht. Aber wir haben 6000 auf Lager insgesamt mittlerweile wieder. Gut. Was machen unsere Bohainis? Ah, die bohren sich durch. Okay. Es dauert ein bisschen, aber sie arbeiten wirklich Stück für Stück hier ganz fein die ganze Anlage durch. Also ich glaube, hier sollten wir dann doch bald arbeiten können. Hier liegt noch Schlacke rum. Hier liegt überall noch so ein bisschen Schlacke rum. Das ist die andere Sache. Hier ist ein Silicon Deposit noch. Erhöhe mal den Output bei dir. Mittlerweile geht auch der Output wieder. Die müssten wir halt auch mal wieder erhöhen. Die müssten uns nochmal wesentlich mehr ausgeben. Bloß ich glaube, zwischendurch arbeiten wir so ein bisschen am Limit. Obwohl, nee, ich glaube, es wird sogar leer. Ich glaube, die Eisendeposits werden die... Nee, werden nicht. Willst du mir sagen, das Ding arbeitet am Limit und kommt trotzdem nicht hinterher? Ah nee, er schiebt von hinten an. Bedeutet, erst müssten die Anlagen, glaube ich, leer werden. Und die werden leer. Und dann... Ah, falsche Richtung gedacht. Falsche Richtung gedacht, Jungs. Alles super hier. Alles grandios. Nee, das wird schon. Ah, schau, wir verkaufen jetzt gerade unseren... wir verkaufen halt echt fast alles. Das wird ein richtig geiler Geldeinnahmepunkt jetzt werden. Oh, das wird richtig lecker schmecken, das sage ich euch. Ja, die müssen sich natürlich jetzt hier durchbauen. Die haben eine richtig fette Aufgabe erstmal. Dann muss hier der Gang rein. Dann entstehen hier verschiedene Prozessräume und alles drum und dran. Hier kommt dann auch noch eine Tür rein. Kann ich da eine Tür platzieren eigentlich? Geht das? An der Raumgestaltung ist hier Tür. Könnt ihr hier eine Tür platzieren? Jawohl. Aber ich müsste erstmal den Raum wieder platzieren in Standardwand. Das ist fürs Erste. So, okay. Sollte reichen, 3 breit, weil da müssen es nur durchlaufen. Das ist ein Türgang. Fertig, aus, da muss ja nicht viel rein. Haupteingang ist immer noch hier, obwohl ich wahrscheinlich hier dann irgendwo auch nochmal einen Gang runter machen werde. Den könnten wir vielleicht auch gleich designen. Und dann hier auch eine Doppeltür rein. Was ist das hier nochmal gewesen? Ah, das war die Music Station. Ja, die können wir dann versetzen. Aber wir werden jetzt Stück für Stück das Ganze ein bisschen umbauen anfangen. Und das kriegt dann hier auch vorne auch eine extra Luftschleuse und alles mit.
Dann können wir nicht auch Wasserseparation, Wasserlager und alles jetzt endlich mal ein bisschen aufteilen. Und das Ganze ein bisschen mehr wie ein Office-Gebäude machen. Mit Räumen, mit Gängen und allem drum und dran. Ich glaube, das wird dann ganz fein werden. Man muss es halt einfach nur umsetzen. Das ist immer die Problematik am Ende. Weil es kostet ja doch viel Zeit und viel Energie, das Ganze zu machen. Module Terminals, haben wir 256. Einfach aus Interesse. Markt verkaufen. Alle verkaufen. Erstens wiegen die 12.000. Zweitens bringen die mir 1,5 Millionen. Wenn ich nur ein paar verkaufe. 1,1 Millionen. Schon lecker, ne? Wäre ein saftiger Ertrag für... Wie viel verkaufe ich? 149? Was, das machen wir jetzt sogar. Wir verkaufen das. Gleichzeitig würde ich gerne mal auf der Oberfläche schauen. Wir haben doch hier noch ein paar mit Plus. Ich bräuchte welche, wo wir Kohlefaserkabel kriegen. Nanoröhren, seltene Erdmetalle. Es gibt wenige, wo wir Plus gerade rauskriegen. Also die meisten sind halt gib und nehm. Das hier wäre auch sowas. Das könnte man sogar easy leisten. Der Kollege liefert aber gerade noch. Danach können wir die Expedition einrichten, glaube ich. Also wir sind schon bei 900.000 in was wir besitzen, ne? Das was, wir fangen jetzt an mit dem Zukaufen. Einfach weil wir es brauchen. Kaufen. Ich kaufe die restlichen 90 auch noch und hoffe, dass die dann relativ bald ankommen. Reinlanden die Kollegen. Das sind jetzt schon mal 400 fast. Ich habe dir gesagt, du sollst zurückkommen. Komm, das machst du jetzt schnell. Let's do this. Und dann müssen wir halt auch schauen, dass wir die Kabel wieder, die Energie wieder herrichten. Ach, hier darf man ja wieder nicht bauen. Ach. Baulimits, ich hasse sie. Nicht genug CPU. So, okay. So, okay, abbrechen, sonst baut er uns das Ding noch. Wir graben das alles hier aus. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, graben wir doch. Hier noch den Bügel mitnehmen. Hier machen wir hier hinten unseren Zug rein. Fertig, aus. Sollen sie graben? Wir bauen währenddessen die Gänge, damit wir die Produktion Stück für Stück vorankriegen. Dauert natürlich alles seine Zeit, aber... Sollte gleich diesmal nicht so schlimm sein, weil wir haben Eisen und Beton und beides ist das, was wir benötigen auch für den Bau. Muss halt dann noch eine Lüftung rein und alles, aber das sollten wir hinkriegen. Produktion und Verbrauch. Ja, wir haben nur so einen kleinen Lufttank dabei, neben dem Elektrolysegerät. Oh, wir haben die Forschung fast schon wieder durch. Schmelzofen-Upgrade, das Upgrade hätte ich gerne auch, das auch. Gehen wir wieder zu Fundamental. Cargo-Truck-Upgrades sind immer schön.
Der hat genug zum Graben die ganze Zeit. Aber wir sind gut dabei. Die Batterie hier oben läuft auch, aber die ist halt aktuell entladen. Deswegen gilt die noch nicht. Das wird dann in den nächsten Tagen sich ändern. Alter, wir haben hier noch so viel Silikon und alles auf Lager auch. Was macht der Kollege? Der ist immer noch unterwegs. Da hier, das dauert ewig. Mining Site. One of the first mining sites on the moon, owned by Perfect Radar, detects chaotic signals indicating serious internal damages. Du bist unterwegs, ne? Du könntest mir eigentlich mal das nochmal untersuchen, die Mining Site. Einmal halt über die Oberfläche fahren. Ja, ja, so wird das schon was irgendwann. Mal schauen, wie schön die das ausgraben. Fleißig sind sie, fleißig. Also halt noch viel dabei. Also es wird noch dauern, bis sie das wirklich alles Stück für Stück ausgegraben haben. So, jetzt ist die nächste Runde sozusagen dabei. Aber langsam werden auch die Gänge, weil der, ich will halt einfach mal ein bisschen strukturieren. Es dauert halt einfach zeitmäßig lange. Und die Zeit geht mir leider flöten. Vor allem, das sind schon so teure Aufträge. Ich weiß nicht, was noch als nächstes passiert dann. Welcher Auftrag ist eigentlich gerade oben? Ach, der hier. Möchte sich da jemand drum kümmern? Das wäre sehr nett. Weil immerhin bringt uns der eine Million. One Million. Mich würde jetzt interessieren, was sagt der Markt aktuell? Haben sie jetzt welche schon wieder nachgestockt? Ja, aber holy shit, schau dir die Preise an. Von wo wir kommen, wenn ich jetzt die 26 kaufe, zahle ich schon allein 31.000. Alter, ich habe den Markt vernichtet mit dem Preishaushalt. Wenn ich jetzt schaue, ich glaube, dafür ist Aluminium zum Beispiel eins der günstigsten. Nee, wow, was? Ich krieg dafür 70, aber warum darf ich nur so wenig verkaufen? Ist das alles, was ich auf Lager habe? Oh ja, ich habe nur. Nee, wait, hä? So, was ist jetzt mein Lagerstand? Nicht du hier, ne? Das ist mein Lagerstand. Gut, verstanden. Dann noch ein 0. Das ist verständlich, dass ich davon 0 habe. Schau dir mal die Preise von Mikroprozessoren an. Davon habe ich 5 auf Lager. Hallo, ich kann hier draufklicken? Wir kriegen hier allein 11.000 dafür. Holy moly. Das ist eine Kontrolle. 20.000 für eine Kontrolleinheit. Das sind schon Preise, die sind lecker schmecker, würde ich sagen. Ne? Energiezellen 0. Ja, es dauert halt, das ist alles einfach seine Zeit hier. Ne? Das geht leider nicht so schnell, wie man will. Aber immerhin ist hier schon mal dicht. Das heißt, eine Wand fehlt noch und eine Tür und dann wäre der Raum gesealt. Das wäre schon mal vorteilhaft. Aber es läuft und das ist wichtig, finde ich. Die Kollegen füllen hier auch immer auf. Bedeutet, es ist immer, dass die Kollegen auch hier nachpumpen können. Auch wenn es gerade so ausschaut, als ob das Lager jetzt bald überfüllt ist. Bedeutet, ich bräuchte noch eine Lagereinheit. Was auswählen. Beton. Aber dafür sollten wir auch alles da haben. Das sollte kein Problem sein. Absolut kein Problem. Die Kollegen müssen es nur noch aufbauen. Dann hat sie es erledigt. Dann können wir wieder ein bisschen nachproduzieren. Schön, schön. Schön, 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 schön. Es dauert halt einfach alles seine Zeit. Und das ist nicht immer das, was wir uns leisten können. Arsch, er fährt schon hoch, er hat es dabei. Ich bin mal gespannt, was wir da rauskriegen. Hier kriegen wir Eisen, selten Wasser zum Beispiel raus. Hier Nahrung und Aluminium. Hier könnten wir wahrscheinlich einen Rover herrichten wieder. Das wäre sogar gar nicht eine teure Aufgabe. Hier könnten wir auch wieder was aus den Lagern wahrscheinlich befördern. Also ich müsste mich vielleicht mal auch auf die ganzen Extraktionsaufgaben, die hier gibt, konzentrieren.
Beim Panglash können wir uns echt herrichten und wahrscheinlich bringen die relativ viel. Das sollten wir vielleicht mal in der nächsten Runde dann machen. Ich hoffe, euch hat es aber gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, um nichts mehr zu verpassen, was von meinem Kanal kommt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.